Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der letzten Folge haben wir die Quest Timotep's Lied angefangen. Und ich hatte ja auch ewig gesucht mit den Reiherfedern, wie ihr auch gesehen habt, wenn ihr euch das komplett angeschaut habt. Und ich habe die jetzt gefunden, nach ewigem Suchen. Und zwar hat man die hier unten gefunden. Da sind ein Haufen Reiher rumgeflogen und da konnte ich die dann erledigen. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir doch die Quest ab. Und zwar da vorne, 360 Schmiede. Und dann machen wir auch dann gleich weiter mit den nächsten Quests. Achtung! So, hier hoch. Das hieß ja, wir sollten uns bei den Pyramiden treffen. Oh, ein bisschen Fallschaden bekommen, aber okay. Ruppel dich so, geht schon wieder. Zieh durch. So, Fuß repariert, weiter geht's. Oh, riesen Alligator hier, was ist hier los? Rennen hier mitten in der Stadt rum. Alter Schwede. Menschen rennen da ganz gemütlich rum, da rennen die Alligatoren rum. Dann müssten die alle anfallen hier. Aber okay. Ich habe, was du brauchst, Timehotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Fuße der Djoser-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Gerne. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Okay, dann holen wir mal mein Pferdchen. So, ja. Bei den Pyramiden war ich noch gar nicht. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Ich glaube das nicht, Nebet. Mara, das haben wir doch schon besprochen. Nein, wo hätte sie hin? Hätte gleich hochziehen können. Lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Gute Idee. Aha. Da bist du! Was? Können wir hier durchziehen einfach, oder? Meine Fresse, Kriegvogel. Du nur her. Hey! Stirb endlich! Nein. Den verarschen. Naja, nehmen wir uns hier noch ein bisschen Loot mit. So, wo ist mein Pferdchen? Na, ich bleib lieber mal zu Fuß und da komme ich so auch hinterher. Machst du den hier lang, Mage? Egal. Zieh. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich meine Ruhe habe hier. Oh. Da wären wir.
Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Ich sehe sie aber keine. Da kommen hier noch ein paar. Hier wird das Ritual abhalten, denke ich mir. Mit dir los. Na, mach mal. Zieh. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit, die leere Schwertscheide, der Sohn des Nils. Schwertscheide? Der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten, denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. Okay, warum sind wir wieder auf dem Gaul? Wo bin ich überhaupt? Okay, das war dort oben. Ja, da scheint es eine Quest zu geben. Oder? Ah, nee, die ist hier hinten, die Quest. Aber wir werden uns auf jeden Fall den Aussichtspunkt hier oben holen. Und wenn wir schon hier sind, dann machen wir das doch gleich, würde ich sagen. Wow. Schauen wir mal, ob wir da normal hochkommen. Oder war hier wieder irgendwie... Okay, da geht's hoch. So, sehr schön. Synchronisation, bitte. Okay, schauen wir doch mal. Hier war auf jeden Fall eine Quest. Da kommen wir aber jetzt schwer hin, weil das ziemlich weit weg ist. Außer... Die haben wir gar nicht freigeschaltet, aber wir könnten hier auf jeden Fall hin. Aber ich wollte eigentlich diese Quest hier noch fertig machen. Dann reisen wir doch dorthin. Wahnsinn, die 38. Folge schon. Und wir haben jetzt vielleicht, ich denke mal so ein bisschen mehr wie die Hälfte vielleicht. Wenn wir rein nach der Hauptstory natürlich gehen. Ja, es könnten auch schon noch ein paar Folgen werden. Ja, genau sowas mag ich an den Spielen, dass er nicht auf 8 Stunden durch ist. Da war ja Star Wars Battlefront 2 so ein Fall. Echt geiles Spiel, kann ich nichts sagen. Aber rein für, rein für Singleplayer Star Wars Battlefront zu kaufen, ist eigentlich Geldrausschmeißerei. Ich will ja natürlich auch den Multiplayer spielen, also hat sich das schon gelohnt. So, okay, dann markieren wir mal die Quest. Oh, wir sind komplett falsch. Wir müssen hier an dem hier vorbei. Ich drehe durch. Was ist denn für eine Stufe hier? 28, das schaffen wir noch nicht.
Gehen wir mal zu der Quest Straßenkinder. Dann schauen wir mal, ob wir in dem komischen Philakis da vorbeikommen. Ja, das scheint aber dort hinten zu sein. Alter. Oh, wir rennen genau an dem vorbei, oder? Eieieiei. Warte mal, wir machen was anders. Wir meditieren mal, vielleicht ist er dann woanders. Da braucht man sich vorbeischleichen. Ja, sehr gut. Dann haben wir doch überlistet, würde ich sagen. So, 160 Meter noch. Dann sind wir auch schon wieder da, Leute. Straßenkinder. Können wir hier durchziehen? Hier rennen überall Straßenkinder rum. Ah! Ein Dieb! Magi! Fang diesen kleinen Tu nicht gut ein! Je weiter du rennst, desto schlimmer wird es dir ergehen! Er ist genauso schnell wie ich. Ein Magi sollte aber schneller sein. Ja, ich weiß schon. Wie kann ein so kleines Kind so schnell rennen? Bums. Er muss es alles mit angucken. Der Bengel. Geschafft. Ich wusste es. Der Bengel. Hast du mich hierher gebracht, um diese Banditen loszuwerden? Klar doch. Ich bin schrecklich schlau. Das sagen alle. Wie konnte ein so schlauer Junge wie du für Banditen arbeiten? Ich arbeite nicht für sie. Diese fiese Alte hat ein paar von uns eingesperrt. Sie zwingt uns, für sie zu stehlen. Eingesperrt? Ja, meine Schwester wollte uns retten. Und ich sollte sie in der Werft am Fluss treffen. Aber sie ist nicht gekommen. Suchst du nach ihr? Ich stehle dir einen Apfel. Du brauchst mich nicht zu bezahlen. Ich helfe kostenlos. Wie heißt deine Schwester? Kavit. Und ich Ifri. Wenn du sie Kavit und Ifri? Sag ihr, dass ich sauer bin. Okay, dort drüben wurde das Straßenkind Kavi zuletzt gesehen. Dann schauen wir doch mal, wo die Schwester finden. Dieses Schiff segelt so schnell nicht los. Ein Ölhändler. Hat er Kavit gesehen? Okay, hier sind die ganzen Punkte. Schauen wir mal, ob wir irgendwelche Spuren finden. Das ist der Mast des verbrannten Schiffs. Ein buntes Segel. Ungewöhnlich. Sie hatten die Kinder eingesperrt. Zu sagen oder der? Bleib bloß weg oder ich schlag dir die Zähne aus. Ich kann es aber probieren. Ganz ruhig. Hast du gestern ein junges Mädchen bei der Werft gesehen? Ich sehe sehr viele Mädchen. Meistens lohnt sich kein zweiter Blick. Sie würden wohl dasselbe von dir sagen. Falls du von mir Informationen willst, hat sich der Preis damit verdreifacht. Lieber werfe ich meinen Geldbeutel in den Fluss.
Man muss ihn anders zum Reden bringen können. Okay, das geht also nicht. Muss ich dem vielleicht folgen oder so? Hier wäre noch was. Ah, das Schiff war im Trockendock, als es Feuer fing. Ölspuren. Okay, dann fehlt bloß noch ein Hinweis eigentlich. So, wo ist dieser Hinweis? Ja, das ist der Typ hier. Ich muss mit dem anscheinend irgendwie nochmal reden. Stell dich fort von hier, bevor du was zertrümmerst. Zurück, sag ich! Ich verabscheue Diebe und Hausierer. Stell dich fort von hier, bevor du was zertrümmerst. Manche Leute verstehen einfach nur Gewalt. Ich erzähl dir ja von dem Mädchen, aber mach bloß nichts mehr kaputt. Bei den Gliedern des Osiris, du bist grausam. Ja. Was war mit dem Mädchen? Bei meinem zweiten Blick hat sie gerade meinen größten Krug mit Öl gestohlen. Sie verschwand damit geschwind wie ein Dämon. Bei meiner Rückkehr zerschlugen einige Rüpel gerade meine Ware. Möge euer ganzer Haufen doch einfach im Nil versinken. Ich glaube, ich verstehe, was hier los war. Okay. Mit Gewalt lässt sich das wieder mal lösen. Okay. Kavit stahl diesem blöden Händler einen Krug Öl und versteckte sich bis abends. Im Schutz der Nacht verteilte sie das Öl auf dem Schiff und zündete es an. Das Feuer erfasste das ganze Schiff. Während das Schiff brannte, befreite Kavit die gefangenen Kinder im Hafen, aber die Banditen haben sie wohl erwischt. Wem auch immer das Schiff gehört, war für die Entführungen verantwortlich. Okay, das Schiff hat ein buntes, sehr auffälliges Segel. Schauen wir nochmal, ob wir das auffällige Segel finden. Also nämlich hier, genau. Ein verstecktes Kind. Und da ist das bunte Segel. Das können wir lösen, glaube ich, wa? Das können wir lösen. Die Banditen suchen nach dem Kind. Na, hier schießen sie zuerst und fragen dann. Wie immer halt. Was? Was? Noch nichts. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Irgendeine Spur? Okay, ich sehe jetzt hier vier. Irgendein Hinweis? Was war das denn? Ja, genau. Was? Nur her hier. Und mit dir noch? Der kommt aber nicht, der blöde Hund. Hey! Hey, was? Ich töte dich! Gah!
Bam, geht doch. Ich muss mal alles reden. Alles klar. Jetzt schauen wir doch mal, ob wir den Schatz noch finden. Wird bestimmt hier irgendwo in den Zelten versteckt sein, denke ich mir. Und zwar hier. Machen wir den auch. Sehr schön. Dann ist der Ort auch abgeschlossen. Aber ich habe hier irgendwo... Okay, das leuchtet hier rum. Hier dürfte nichts mehr sein, oder? Ja, sieht nicht so aus. So. Ah, die hat sich versteckt anscheinend, oder? Dein Bruder schickt mich. Wo ist Kavit? Sie und die anderen wurden in ein Haus in der Stadt gebracht. Es gehört einer reichen Frau namens Gaia. Es ist beim Hathor-Tempel. Wirst du meine Familie retten? Bei der Göttermutter. Ja. Okay. Können wir da eine Schnellreise machen? Okay, es lohnt sich, glaube ich, nicht. Geh mal zu Fuß ab. Ganze Stadt hier ummauert. Den nehme ich doch gern mit, die Haut. So, dann schauen wir mal, ob wir Kavit finden. Müsste hier sein, oder? Kommt man hier rein? Nee. Kann man hier reintreten? Nee. Da muss irgendwo der Eingang sein. Was fehlt dir in deiner Familie am meisten? Oh. Auf jeden Fall Mutters Kopfbund. Sie macht ein köstliches Deppkuchen. Warum bin ich nur von zu Hause fort? So, hier kommen wir nicht rein. Geht's hier vielleicht rein? Hey, was? Stirb endlich! Okay, ich glaube, wir sind richtig. Alter, willst du mich verarschen oder was? Der gehört mir! Boah, Alter. Zeig mal, was da kannst. Komm. Boah. Okay, da kann was. Bäh.
Warum hatte die Wache diesen Schlüssel? Er muss etwas Wichtiges öffnen. Ja, bloß was? Wahrscheinlich eine Tür. Bloß wo ist die Tür? Warte mal. Ist es vielleicht hier oben? Ne, das zeigt mir aber... okay, zeigt mir in diese Richtung. Vielleicht geht es hier oben noch irgendwo. Okay, lesen mag ich jetzt nicht. Aber wir plündern hier mal ein bisschen. 12 Meter, das muss hier unten irgendwo sein. Irgendwie im Kellerraum oder so vielleicht. Okay, hier sind wir richtig. Da haben wir sie schon gefunden, Kavit. Lebe ewig. Schickt Neff dich? Nein, der junge Ifri. Wo ist er? Wie meinst du das? Ich bin dir hierher gefolgt. Bring Matt hier heim. Los. Hey, warum gehst du nicht mit ihnen? Ich spüre die Schlampe auf, die meiner Familie das angetan hat. Wenn du mir dabei helfen willst, triff mich beim Haus von Neff. Okay. Geht es hier weiter? Anschlussquest? Sieht so aus. Mortem Ramon. Was ist denn das für eine Quest? Nee. Okay, die Stufe 30, das ist ein bisschen krass, glaube ich. Sonst ist ja hier nichts mehr. Ich glaube, wir müssen wir später machen. Okay, Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt aber auch einen Cut und schauen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an, wie es dann hier weitergeht. Ein Traum aus der Asche. Und vielleicht schaffen wir dann auch noch die Quest gleich hier. Erstes Blut. Aber das würde ich sagen, schauen wir in der nächsten Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich natürlich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.